Herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr habt schon gesehen, Double Jump. Und ja, man kann in Minecraft Bedrock einen Double Jump erschaffen. Ihr seht schon, das funktioniert. Ich kann euch mal da hinten anhand dieser zwei Säulen mal zeigen. Und zwar wurde der normale Jump jetzt auf 3 Blöcke hoch geboostet. Und ihr seht, 6 Blöcke sind das und ich kann das Ganze erklimmen mit dem Double Jump. Und von hier aus natürlich kann ich nochmal 6 Blöcke und dann sind es halt insgesamt 12. Also es ist echt extrem krass, wie hoch man damit springen kann. Und das Ganze sieht auch ziemlich cool aus in der zweiten Ansicht. Denn seht ihr, ich kriege so einen kleinen Boost nach vorne und kann dann einfach laufen oder hinspringen. Und ich glaube, wir können bis zu 10 Blöcke oder so überqueren. Also jetzt eine Schlucht. Ich habe jetzt wieder keine Längendistanz hier irgendwo aufgebaut oder einen Test. Aber ich meine, so circa 10 Blöcke sind es und es ist schon heftig. Und wie man das Ganze hier aufbaut, seht ihr gleich. Bevor wir auch starten, muss ich mich auf jeden Fall bedanken. Leute, wir haben 2000 Abonnenten erreicht. Das ist echt extrem. Ich habe, glaube ich, in einer Woche 500 Abonnenten gemacht. Und ich bin euch wirklich extrem dankbar. Das ist wirklich extrem krank und nicht normal natürlich. Und demnächst kommt auf jeden Fall ein Gewinnspiel. Ihr könnt gerne in meinem Discord-Gewinnspiel dann schon teilnehmen. Das werde ich dann, glaube ich, wahrscheinlich heute oder morgen dann erstellen. Auf jeden Fall müsst ihr einfach nur Hashtag Gewinnspiel in meinen Discord reinschreiben. Und mit Glück kriegt ihr ein Discord-Nitro für einen Monat, glaube ich, ist das gewesen, was ich dort verlose. Ich glaube, 3 Stück verlose. Oder 2. Bin mir noch nicht genau sicher, ob ich mit 3 oder 2 verlose, aber wie gesagt, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Discord-Link in der Beschreibung. Und auf YouTube gibt es ja auch nochmal dann ein Gewinnspiel, aber wie gesagt, jetzt müsst ihr noch nicht meine Kommentare voll spammen, sondern auf jeden Fall beim nächsten oder übernächsten Video. Ihr seht sowieso dann im Titel, was dann da steht. Wenn euch solche Videos gefallen, ne, ihr seht ja, Double Jump, easy möglich mit ein paar Commands, dann einfach gerne liken und abonnieren und dann sehen wir uns direkt im Tutorial. Ich muss auf jeden Fall für diese Video die Credits rausgeben und zwar für den D-Henry-PH. Wie gesagt, das Video werde ich rechts verlinken oder ich hier irgendwo einblenden. Auf jeden Fall ist das so geregelt, dass wir Barriereblöcke unter uns spawnen, und zwar eine 3x3-Plattform, und wir lassen sie instant verschwinden. Ihr seht auch da hinten dieser Armor-Stand, der bewegt sich ein bisschen und das ist extrem geil. Ihr seht schon, wie schnell es hier weggeht. Und zwar funktioniert das Command, wichtig ist, Multiplayer ziemlich schwierig oder sehr verbuggt. Also, wenn ihr allein auf dem Server seid, funktioniert das immer. Ihr seht, das buggt überhaupt nicht rum. Sobald ihr 2 Spieler habt, müsst ihr gucken, nur der nächste Spieler von diesen Commands wird davon betroffen. Da müsst ihr halt drauf schauen, dass es sich nicht überschneidet mit anderen Leuten. Und nur einer kann auch diesen Command gerade aktivieren. Also, sobald ihr von irgendwo runterspringt, kriegt der eine direkt diese kleine Plattform für eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, irgendwie sowas. Müsst ihr halt wieder drauf schauen. Für Multiplayer-Server ein bisschen schwierig, aber für alleine geht das easy klar. Ich würde auch kurz sagen, wir deaktivieren diesen Command. Ich muss kurz da reingucken. Und wir machen mal auf Benötigt Redstone. Und zwar müsst ihr genau das bauen, was ich jetzt mache. Ihr könnt schon mal die ganzen Command-Blöcke hinstellen. Diese blauen sind diese Commands, die auf Wiederholen sind. Ich gehe, wie gesagt, einzeln jeden durch, was da drin ist. Dann habt ihr hier einen Redstone-Comparator. Ich glaube, der heißt auf Deutsch Vergleicher, Redstone-Vergleicher, irgendwie sowas. Bin mir nicht genau sicher, ich muss mal kurz nachschauen. Redstone-Vergleicher, genau, hier auf Bangor, auf Bedrock, wie gesagt, auf Java heißt es ja anders. Und diese grauen Command-Blöcke, das sind halt diese Impuls-Command-Blöcke. Wir haben hier keine grünen, das würdet ihr sowieso sehen. Dann haben wir hier einen Steinblock, wichtig ist, ihr könnt das nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt einen Steinblock benutzt, warum nicht? Also kann man ja irgendwas benutzen, was ihr wollt. Hier eine Steindruckplatte, auch ganz wichtig. Und hier haben wir einen Armor-Stand, der einen Namen hat. Aber was für einen Namen, werde ich euch jetzt erklären. Und zwar fangen wir hier mit diesem Command-Block an. Und der ist auf Wiederholen und auf Benötigt Redstone. Wie gesagt, habe ich den jetzt deaktiviert, deswegen ist er auf Benötigt Redstone. Ihr könnt ihn natürlich mit dem Hebel dann einfach anschalten, wenn ihr möchtet. Und zwar ist dieser ganz simple Command drin, und zwar Execute at P, Test for Block, dann wie gesagt die ganzen Wellen mit der minus 1 nach der zweiten Welle und R0. Das bedeutet, wir testen, ob unter uns Luft ist. Ganz simpel. Hier habt ihr einen Redstone-Vergleicher. Ups, ihr dürft auf keinen Fall das hier so rot machen, sondern ihr müsst wieder den Redstone-Vergleicher aushaben. Und der geht in einen Impuls-Command, der wir Redstone benötigt, das ist ganz wichtig. Und hier haben wir einen Execute-Command, und zwar auf den Armor-Stand, Rüstungsständer, genau, der Jump heißt. Ihr seht, Jump. Wenn jetzt ein Spieler Jump heißen würde in eurer Welt, dann würde das ganze System jetzt kaputt gehen, weil, wie gesagt, neben dem Spieler das Ganze aktiviert wird. Aber ihr müsst halt gucken einfach nur, dass dieser Name kein Spielername ist. Und das mit Jump seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, weil niemand heißt so. Oder zumindest sind die Namen schon längst vergeben, die so heißen, und die werden niemals irgendwo drauf joinen. Dann haben wir nochmal die 3 Wellen, also für die Koordinaten, dann TP und dann diese Dächerzeichen 1. Das bedeutet, dass dieser Rüstungsständer in seine Blickrichtung ein Block TP't wird. Also heißt es hierhin, auf diese Druckplatte. Das ist auch gut so. Dann haben wir jetzt hier den rechts den Command, ihr seht hier genau neben dem Vergleicher. Der ist ein immer aktiver, wiederholender Command. Und zwar habt ihr diesen Command hier, Executed E, wieder an dem Armor Stand.
dann diese drei Wellen Detect und dann haben wir wieder eine minus 1, also als Y-Koordinate unter euch. Und Stone wird jetzt unter dem Jump Armor Stand geprüft und wenn es stimmt, wird, wie gesagt, was passiert, wird was passieren. Und zwar haben wir jetzt hier 0 TP, dann die drei Wellenzeichen, also in seiner Blickrichtung und eine minus 2. Das bedeutet, er wird sich minus 2 Blöcke teleportieren. Ich würde sagen, wir lassen kurz diesen Command aus. Ich sage euch gleich, was da drin ist, aber da drin ist nichts Wichtiges oder noch nicht Wichtiges. Hinter dieser Steindruckplatte brauchen wir ganz wichtig einen einzigen Redstone und dann haben wir hier nochmal einen Befehlsblock. Und zwar Impuls und benötigt Redstone. Das ist wieder wichtig, weil sonst würde das Redstone keinen Sinn machen. Dann haben wir jetzt hier ganz, ganz viele Einsen und minus 1 und alles mögliche. Ihr müsst nur schauen, dass es wirklich genauso geschrieben ist wie bei mir. Dann funktioniert euer Command nämlich auch. Ich habe nämlich im Video nachgeschaut, da hat es, glaube ich, dann nur mit minus 1 hier überall gemacht und es hat gebuggt. Deshalb habe ich das hier nochmal aufgenommen extra. Und das ist jetzt schon meine zweite Aufnahme, also hoffentlich funktioniert die jetzt auch. Und ihr seht ein Execute-Command und zwar @p wieder mit einem Fill-Command. Und dann habt ihr hier 6 Koordinaten und es ist wichtig, dass die ersten 3 minus sind. Und die vierte Koordinate, also nach dieser Welle natürlich, ist positiv 1, dann wieder minus 1 und dann 1, also positiv wieder. Das ist ganz wichtig, dass ihr 1, minus 1, 1 habt. Dann erschafft ihr ja diese 3x3-Plattform, die ich euch gesagt habe. Ganz simpel. Wie gesagt, solltet ihr einfach hinkriegen. Dann spawnt ihr Barriere, 0 und Keep. Ganz wichtig, dass die Blöcke auch dann bleiben. Das ist Keep. Und dann habt ihr hier nochmal einen Block hier rechts daneben. Wie gesagt, ihr müsst nicht schauen, wo diese Pfeilrichtungen sind. Das ist jetzt egal. Ich habe das einfach nur alles nach oben gemacht, weil ich dafür irgendwie ein Favel habe. Keine Ahnung, ich mag das irgendwie. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen letzten Command-Block. Und ihr seht, Tickverzögerung ist auf 10. Das ist wichtig, das ist eine halbe Sekunde. Das muss nämlich danach passieren. Es darf nicht alles gleichzeitig passieren, sondern danach. Und zwar löschen wir dann so einen 5x5-Bereich. Seht ihr ja schon hier die Koordinaten. Wir können da mal kurz reingehen. Wir löschen sozusagen einfach nur die ganzen Barriereblöcke. Und das geht mit diesem langen Command, und zwar execute p, fill, dann 3x5 positiv und 3x negativ 5. Wichtig auch immer diese ganzen Wellen. R, 0, replace Barriere. Das bedeutet, wir replacen die Barriereblöcke durch Luft. Ganz simpel, wieder am Schluss die 0 für die ID, glaube ich, ist es. Die Block-ID, Replace-ID. Und dann kommen wir noch zum letzten Command, und zwar der nicht ganz so wichtige, aber den braucht ihr auf jeden Fall, also nicht so denken, ja, mein Gott, hat er eh nicht gesagt, wichtig. Er ist halt einfach, er ist eigentlich für nichts zuständig, er guckt halt nur, dass wir hoch genug springen, und das ist dieser Effekt, und zwar @p, Jump Boost 1, also eine Sekunde, und Stufe 3, da steht jetzt zwar 2, aber es wird immer plus 1 addiert. True, damit die Effektblasen um euch herum nicht da sind, und ihr seht hier, wiederholen, immer aktiv. Und wenn wir jetzt auf unsere hier Effekte gehen, seht ihr Sprungverstärkung 3. Wir können den ganzen Command mal aktivieren und ihr werdet gleich sehen, was passiert. Und zwar machen wir jetzt hier auf einmal aktiv, genau. Und das Ganze funktioniert dann nämlich schon. Und zwar, sobald wir einen Luftblock unter uns haben, werden Barriereblöcke, und zwar in einem 3x3-Feld, seht ihr ja, platziert. Und dadurch können wir einen Double Jump machen. In Survival kann man natürlich nur einen Double Jump machen und dann fliegt man runter. Deswegen ist das für Survival perfekt. In Creative könnt ihr natürlich noch weiter hochfliegen und das weiter abusen, wie gesagt. Aber an sich ist es eh dumm, in Creative sowas zu abusen. Und das ist, wie gesagt, ihr seht schon, dieser Armor Stand, der wird von der Position dann einfach 2 nach links TP. Der geht 1 weiter und nach 2 nach links. Das waren die ganzen Koordinaten. Und an sich war das auch der ganze Command. Wie gesagt, ihr müsst halt nur gucken, dass ihr dann einen Armor Stand habt mit einem Jump Name Tag. Ihr müsst dieses Jump genauso schreiben wie in den Command-Blöcken. Dann funktioniert euer Command auch schon einwandfrei. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen und gefallen. Wenn ja, wieder gerne Bewertungen da lassen. Wenn ihr irgendwelche weiteren coolen Commands kennt für Minecraft Bedrock, die ich euch zeigen soll, gerne in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!